bringen, dann liegt normalerweise was Besonderes, vielleicht sogar ein Weltrekord in der Luft. Und wenn der Springer dann auch noch aus dem flachländischen Neubrandenburg stammt, ja dann sind wir natürlich auch nicht weit. Ralf Herbold auf dem Weg nach oben. Runter geht's dann überraschenderweise nicht mehr. Maschinka kaputt. Schlechte Karten für den Weltrekordjäger. So, beim Motorrad ist der Kolbenring gebrochen, jetzt kurzfristig, eben gerade. Und keine Leistung deswegen, jetzt springt es auch nicht mehr an, wir haben nochmal alles auseinandergebaut. Keine Chance. Also gilt es sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, während Wernigerode nach passenden Kolbenringen durchforstet wird. Und wer weiß, ob er noch Autogramme gibt, wenn er erst Weltrekordler ist. Dann geschieht das Unglaubliche tatsächlich. Ein Zuschauer bringt einen Satz fast passender Kolbenringe. Die gehen nicht rein, die hätten mal dünner schleifen müssen. Ja, aber das ist ja eine Stunde nicht mehr. Also weiter warten. Warten auf ein Wunder oder ein ladenneues Ersatzmotorrad. Das kommt dann tatsächlich. Eine Maschine, auf der Ralf Herbold zuvor noch nie gesessen hat. Keine guten Voraussetzungen, egal, er will es versuchen. Meter im ersten Anlauf. Nicht schlecht, aber der Rekord liegt bei 64 Metern. Vor 25 Jahren übrigens auch von einem Mecklenburger aufgestellt. Jürgen Baumgarten sprang damals allerdings von einer weit größeren Schanze im österreichischen Innsbruck. Dann der alles entscheidende Sprung. Meter, kein Welt, aber dafür Schanzenrekord mit dem Motorrad auf der 12-Morgental-Schanze. Und? Zufrieden? Zufrieden. Zwar nicht ganz so die Weite, die wir haben wollten, aber für die Umstände war es ja wohl in Ordnung. Aber wir wiederholen es und dann brechen wir ihn. Aber wohl erst im nächsten Jahr. Demnächst gehört die Schanze nämlich wieder den Skispringern. Und bei uns im Norden.